Wir haben heute auf jeden Fall ein paar geile Videos am Start. Ich habe mir was Cooles ausgesucht und ich wollte mir das gemeinsam mit euch reinziehen. Denn der Aluhut ist Trend, Leute. Aluhut tragen ist heutzutage Trend geworden. Und wer, wenn nicht wir? Also wirklich, wer, wenn nicht wir? Der Wahnsinn. Dieses Videostück wurde entfernt und angeblich überall gelöscht. Ich weiß nicht, ob das so ist. Dieses Video wird in Deutschland zensiert, angeblich. Weiß ich auch nicht, ob das jetzt der Wahrheit entspricht, aber ist ja egal. Dann schauen wir uns das mal an. Was? Fuck the EU. Herr von Wagner, was soll denn das? Jetzt reiß ich mal zusammen. Was haben Sie denn da? Das Assoziierungsabkommen EU und Ukraine, haben Sie es gelesen? Überflogen. Und? Naja, war schwer zu lesen, aus 10.000 Meter Höhe. Sie sind wie unsere Journalisten. Ja, glauben Sie, was wird da schon drinstehen? Mehr Handel, mehr Demokratie. Und ja, so. Darüber haben die Medien ja auch berichtet, aber nicht über den militärischen Teil dieses Abkommens. Gucken Sie mal hier. Paragraph 3, mehr Zusammenarbeit bei Kriegseinsätzen, gemeinsame Rüstungsprojekte und. Aber das hätte ja auch vielleicht erklären können, warum Russland so aggressiv reagiert. Ne? Ach, hören Sie doch mal auf jetzt. Ist doch lang. Da ist so ein Alarmding angegangen, der Putin-Versteher. Sofort Alarmglocken gehen an. Wenn Sie es noch von mir nicht glauben wollen, dann nehmen Sie eben die ehemalige Moskau-Korrespondentin der ARD, Gabriele Krone-Schmalz. Also wir, die Medien, hätten zu einem frühen Zeitpunkt wissen müssen und es auch verkünden müssen, dass dieses Assoziierungsabkommen die Ukraine zerreißt. Verkünden müssen! Verstehen Sie? Verkünden müssen! Haben sie aber nicht gemacht, weil das nicht ins Bild passt von der Friedensmacht EU, die vom bösen Iwan bedroht wird. Na ja, ja, jetzt behaupten Sie gleich noch, die deutsche Presse sei beim Thema Russland einseitig, oder? Da bin ich nicht der Einzige. Hier. Ich finde das geil, aber wie die sich darüber lustig machen. Da steckt sehr viel Wahrheit drin und sehr viel Sarkasmus und keine Ahnung was. Da ist sehr viel mitgespielt. Die Redaktionen werden von Leserbriefprotesten geradezu überschwemmt. Naja, das sind ja auch alles... Auch sehr viel Ironie natürlich. Verzeihung. Völlig unabhängige Journalisten, ne? Die lassen sich ihre Meinung nicht von den Lesern vorschreiben. Von den Lesern nicht? Bitte? Kennen Sie folgende Organisation? Münchner Sicherheitskonferenz zum Beispiel oder Trilaterale Kommission, The German Marshall Fund of the United States, Atlantische Initiative, Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Atlantikbrücke oder das ESPEN-Institut. Das kenne ich. Was? Da kann man sich Skierlein. Oh Gott, jetzt. Wir haben jetzt nicht Zeit, alle einzeln zu erklären. Ich würde das zusammenfassen. Darf ich zuspitzen? Ja, da warte ich schon lange drauf. Okay, also, wir sagen mal so, all diese Organisationen... Da war doch jemand, der hieß, glaube ich, Volker Pispas oder so. Der hat das doch auch genauso gemacht. Heißt das nicht Kabarett oder so? Ich kenne mich jetzt nicht so richtig aus, aber irgendwie so in diese Richtung geht das, ne? Finde ich gut, dass sie wenigstens diese Art und Weise nutzen, um ihre Botschaft oder die Botschaft zu verkünden. Wir haben auf sicherheitspolitische Fragen immer dieselben Antworten, nicht? Mehr Rüstung. Das sind sozusagen NATO-Versteher. Hier in diesen Vereinigungen, da treffen sich Militärs und Wirtschaftsbosse und Politiker in diskreter Atmosphäre. Ah, transatlantische Swingerclubs. Toll! Ja. Kann ich da mitmachen? Nein, die nehmen nur einflussreiche Eliten. Ich habe eine Fernsehsendung, reicht das nicht? Nur wenn Sie das Heute-Journal moderieren würden. Moin Gott. Oh, was ist das überhaupt für eine Sendung? Ich feiere das. Der Cornelius, der Auslandschef der Süddeutschen, Joffe, Herausgeber der Zeit, mhm, ja, ja. Und der Nonnenmacher, ja. Von der FAZ, ja. Und der Auslandschef der FAZ, der, ja. Frankenberger. Das sind alles völlig unabhängige Geister. Ich sehe da überhaupt keine Verbindungen. Ich habe da mal was für Sie vorbereitet. Feier ich. Oh. Ich habe auch das Gefühl, dass immer mehr Menschen aus dieser Angst rauskommen und wirklich mal auch ihre Kunst und ihre Reichweite und ihre Möglichkeiten nutzen, um zu sagen, wie es wirklich ist. Finde ich gut. Es wird immer mehr. Finde ich gut. Der Spieß dreht sich. War nur eine Frage der Zeit und eine Frage der Geduld, Ladies and Gentlemen. Super. Der Aluhut ist heute Trend. Wir haben Rückenwind. Das ist auch ein ganz schön dichtes Netzwerk, mhm, sagen, ja, Sie mal. Ja. Und jede dieser Linien steht also für die Verbindung eines Journalisten zu einem dieser Lobbyorganisationen. Jede Linie, ja. Naja gut, die sind da nur... Er bringt halt die Themen näher, die für viele einfach als Spinnerei abgestempelt worden ist. Zum Beispiel, die Medienlandschaft ist gleichgeschaltet oder die kriegen ihre Befehle. Das war immer alles Quatsch. Und so bringt man das den Zuschauer ein bisschen näher, dass da vielleicht doch ein bisschen was dahinter stecken könnte. Wisst ihr, was ich meine? So, da, um zu recherchieren. Nein, die recherchieren da nicht, die sind da Mitglieder, Beiräte, Vorstände. Mein Gott, der Joff ist aber viel unterwegs, was? Hat der überhaupt noch Zeit,
Hat er überhaupt mal Zeit zum Schreiben? Was glauben Sie, warum die Zeit nur einmal wöchentlich erscheint? Der Herausgeber der Zeit ist also bei mehreren Lobbyorganisationen. Ja. Ja, aber das ist ein unabhängiger Journalist. Da führt das nicht zu Interessenkonflikten. Nein, Interessen. Das meine ich. Genau diese kleinen, detailreichen Informationen, die von Skeptikern und Kritikern oftmals auch erwähnt worden sind, wurden ja immer als, ach du spinnst doch, ach Quatsch und dies und jenes. Und ich finde es cool, dass so langsam aber sicher von vielen Seiten und von vielen Plattformen, von vielen Leuten diese Themen ein bisschen näher gebracht werden. Ja, die Verbindungen und so weiter und so fort. Finde ich gut. Konflikte gibt es nur da, wo es verschiedene Interessen gibt. Ah, was ist das da eigentlich? Bundesakademie für Sicherheitspolitik klingt ein bisschen wie ein literarischer Salon mit Handfeuerwaffen. Ja, ungefähr. Also es gehört dem Bund, ja, und soll ein umfassendes Verständnis schaffen für die sicherheitspolitischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland. Ah, und der Cornelius und der Frankenberger, die sind voller Verständnis? Die sind voller Verständnis. Die sitzen ja auch im Beirat von der Bundesakademie und müssen laut Satzung dann auch die Bundesregierung beraten. Moment mal, dieselbe Bundesregierung, die Sie als Journalisten kritisieren müssen? Ja, es gibt nur die eine. Gut, dass die Bild da nicht mitmacht, was? Ja, so, hier, Kai Dickmann von der Bild-Zeitung ist was? Natürlich... Was ist das, Taliban oder... Ich, oder Taliban. 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 Nein, der sitzt natürlich hier im Vorstand von der Atlantikbrücke, nicht? Und die Bild-Zeitung selber, das ist sehr interessant, in den Unternehmensgrundsätzen steht drin, dass sie als Journalist das transatlantische Bündnis unterstützen müssen. Das transatlantische Bündnis, das sie als Journalisten auch kritisieren sollen? Es gibt nur das eine. Sonst Wahnsinn, wer ist das denn da? Oh, das ist schön. Das ist Jochen Bittner von der Zeit. Kenne ich nicht, mag ich nicht. Oh, komm, jetzt. Hier. Sie wissen noch die Rede vom Gauck bei der Münchner Sicherheitskonferenz? Ja, ja. Oh Gott, mehr Bundeswehreinsätze im Ausland. Ja, die ist vorbereitet worden von einem transatlantischen Think Tank, German Marshall Fund of the United States. Und da war zufällig jemand... Ich finde es einfach geil, wie sie mit Humor diese durchaus brisanten Verbindungen einfach hervorheben und zeigen. So, wisst ihr, was ich meine? Finde ich gut, schön. Dabei Jochen Bittner von der... Dann hat man einfach mehr Verständnis für gewisse Sachen, weißt du, wie ich meine? Ja, Moment, aber er wird doch genügend Anstand besessen haben, sein Schreiben für Gauck zu trennen. Von seinem Schreiben für die Zeit. Das wäre schön. Nee, er hat, nachdem Gauck seine Rede gehalten hat, positiv über Gaucks... Und dieses Video wurde oder wird angeblich die ganze Zeit gelöscht und es wurde wieder hochgeladen, ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch Clickbait, aber ich finde durchaus trotzdem die Information und das, wie die das machen, finde ich gut. Rede berichtet in der Zeit. Moment mal, ein Journalist der Zeit arbeitet an einem Strategiepapier mit, das die Außenpolitik Deutschlands neu ausrichtet und schreibt dann hinterher wohlwollend über diese Strategie. Ja, vergisst aber leider nur zu erwähnen, dass er an der Strategie selber mitgebastelt hat. Sagen Sie mal, ist das denn nicht verboten? Ja. Ach, sehr schön. Aber nicht bei uns. In der New York Times zum Beispiel, da dürften Sie als Journalist sowas gar nicht. Ja, und bei uns? Da heißt das Qualitätsjournalismus. Aber dann sind ja alle... Habt ihr gehört, ne? ...diese Zeitungen nur sowas wie die Lokalausgaben der NATO-Pressestelle. Oh, richtig. Oh. Dankeschön. Das ist das nämlich. Das haben jetzt Sie gesagt. Ja. Aber Sie haben es schön gesagt. Ja. Genau das ist nämlich der springende Punkt. Das Problem ist, vielen Leuten, die solche Themen auf den Tisch bringen wollen in gewissen Diskussionen, was ich, wenn du mit der Familie am Tisch sitzt oder mit den Freunden draußen bist oder allgemein, wenn du in einer Diskussionsrunde bist und du willst auf einmal sagen, ja, es gibt Verbindungen zwischen den ganzen Leuten und die sind eine lobbyistische Gemeinschaft, dann ist es immer Quatsch. Aber wenn du schaffst wirklich mit Namen und dass du direkt die Verbindung auch klären kannst und zeigen kannst, dann ist das nochmal was anderes. Aber das ist dann wieder für die meisten zu viel. Dann hören sie dir gar nicht zu. Die denken, du laberst irgendeinen Scheiß. Deswegen finde ich das gut, dass es hier auch mal publiziert wird. Finde ich super. Wisst ihr was? Ich habe keinen Bock mehr auf diese Eliten, die sich immer an Eskalation aufgeilen. Soll ich mal was sagen? Ich habe eine schöne Geschichte. Eliten, die sich an Eskalation aufgeilen. Auch die Rhetorik dahinter ist auf jeden Fall sehr lustig. Er gehört von einem britischen Weltkriegsveteran, der Erste Weltkrieg. Da hat man ihn gefragt, oh, was fanden Sie denn am schlimmsten im Ersten Weltkrieg? Hat er gesagt, naja, das war so, nach den Jahren des Krieges haben die sich einfach an einen runden Tisch gesetzt und Frieden gemacht. Hätten sie das ein paar Jahre vorher gemacht, hätten wir uns eine Menge Leid erspart.
Püch. Mit so einem Satz geht er auch noch raus. Ja, es kann einfach sein, aber manche Leute wollen es einfach nicht. Ne? Die wollen halt die totale Eskalation, denn Krieg bringt Geld, Konflikte bringen Geld und. Da kann man viel wieder aufbauen, bringt alles Geld. Ist alles auch leider Gottes auch an sehr viel Business gebunden, diese ganze Scheiße, Alter. Die Anstalt ist wirklich eine klasse Sendung. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Denken Sie noch an Ihre persönlichen Dokumente und bis bald dann zum nächsten Video. Stark, fand ich cool. Daumen hoch auf jeden Fall für dieses kleine Stückchen hier.